Server 768er Auflösung und Matter Screen, Windows 7 Home Premium, Core i5, neue Sandy Bridge Plattform, hat 4 GB RAM, eine 100 GB SSD und ja, ist super dünn, ist dünner als ein MacBook Air, erinnert mich vom Design so ein bisschen an die NF-Serie von Samsung. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was für Anschlüsse wir hier haben. Wir haben hier einmal ein USB, einen Anschluss für das Headset, ein Micro-SD-Card-Slot und auf der Seite haben wir dann nochmal USB, Mini-HDMI, ja, und dann das Ding, woran ich mich nie gewöhnen kann. Ich weiß nicht, was es ist. Was ist das denn hier für so ein Symbol? Ist das irgendwie so ein Netzwerksymbol? Keine Ahnung. Was auch immer. Findet es raus, sagt es uns in den Kommentaren. Die ganze Sache nutzt eine Art von Aluminium gebürstetes, was wurde uns gerade gesagt, auch in Flugzeugen genutzt wird. Wie sieht es mit der Tastatur aus? Das ist ja sehr dünn, also ihr habt keinen großen Hub praktisch bei den einzelnen Tasten. Schicke Tastatur, sensationelles Feedback, ausladendes Trackpad mit integrierten Mausbuttons. Also die ganze Sache erinnert schwer an MacBook Air und das wird auch der Hauptkonkurrent für dieses Samsung Series 9 sein. Kommt im Februar raus, geht los bei 599 Dollar. Das Problem ist immer, es wird wahrscheinlich auch 599 Euro kosten. Aber dennoch, MacBook Air, Samsung Series 9, das ist ein schönes Gerät. Ich bin Sascha von der Pop.de, hier auf der CES 2011 in Las Vegas. Danke fürs Zusehen.